Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Es ist soweit. Wir haben es 23:50 Uhr am 1. Juni 2021. Das heißt, in ungefähr 10 Minuten, vielleicht sogar etwas früher, geht es los. Ihr seht, die Leute warten gespannt auf den Hügeln in den verwüsteten Landen. Und wir werden jetzt gleich mal das Interface ausblenden, um die volle Spielervielfalt zu sehen, die jetzt hier vor dem dunklen Portal wartet. Und das kann sich doch sehen lassen. Also es ist schon einiges los vor dem dunklen Portal. Sie warten, dass quasi der NPC mit der Quest spawnt, um zu wissen, dass das dunkle Portal dann offen ist. Und wir werden uns das dann direkt von nahen ansehen. Und wie ihr da hinten schön erkennen könnt, ich zeig's mal mit unserem Cursor, da sitzt ein Oili direkt am Portal. Ist das nicht schön? Zu dem wollen wir jetzt gleich da mal hingehen. Ja, so, die Spannung ist quasi grenzenlos. Ihr seht auch teilweise, dass die Spieler ein bisschen auf der Stelle reiten, das heißt, ein paar Lags gibt's, aber ansonsten läuft es doch sehr stabil. So, dann gehen wir doch einfach mal zum dunklen Portal und an den Balken, die hier nach oben schnellen, seht ihr, das sind alles quasi Horde-Spieler. Da drin befinden sich dann auch noch die ganzen Allianz-Spieler. Also es ist eine Menge los hier vor dem dunklen Portal. Alle warten sie gespannt, dass der NPC in der Mitte des Bulkes quasi ja, spawnen wird. Und das Oili ist mittlerweile aufgestanden. Wir gehen einfach mal ein Stück zum Portal hin. Es kommen natürlich immer noch gegnerische NPCs aus dem Portal, die hier die ganze Zeit mit bekämpft werden. Das tangiert uns aber nicht, sondern wir gucken uns einfach mal die Atmosphäre an. So, hier warten sie auch am Portal, dass es endlich losgeht. Wir gehen mal durch das Portal durch, mal sehen, ob irgendwas passiert. So, bisher passiert nichts. Wir können einfach durchlaufen und stehen halt hinter dem Portal, aber nicht auf der Scherbenweltseite. Okay, dann heißt es, dass wir einfach ja, zurück in die Gruppe gehen und warten, bis das Portal sich wirklich öffnet, um dann durchschreiten zu können. Wenn es dann soweit ist, was werden wir machen? Ich habe es mir so überlegt, dass wir den Großteil natürlich die Quests absolvieren. Ich werde trotzdem immer ein paar Dungeons gehen, am besten ungefähr in dem Levelbereich, wo die Dungeons auch ja, stattfinden, aufgestellt sind. Die Dungeons werden dann in einem eigenen, in einer eigenen Playlist auch nochmal drin sein, dass ihr die einzeln angucken könnt, wenn euch die Dungeons nur interessieren. Ansonsten werden wir die ganzen Questreihen durchquesten. Bin jetzt keiner, der jetzt komplett auf Ruf farmen geht, zuerst in den Dungeons und dann noch in Quests. Am Ende kommt man schon auf den Ruf, um die heroischen Dungeons zu machen. Ja, jetzt sind es noch 6 Minuten. Mal sehen, wann es losgeht. Hier nochmal ein kurzer Überblick von meinem Equip, was ich mir zusammengefarmt habe. Also der Helm aus der Scholomanz, dann ein paar grüne Items. Ich konnte mir 3 Items vom PvP-Set dann noch zusammenfarmen. Die Armschienen sind epischer Natur aus Zul'Gurub.
Ja, und der Rest halt blaue und grüne Items. Also nichts Besonderes. Wir werden jetzt hier keine Bäume ausreißen. Wollen wir ja auch gar nicht, sondern wir wollen ja in Ruhe questen und die Geschichte so erleben. So, dann spielen die Leute jetzt schon verrückt und casten sämtliche Zauber auf die Stelle, auf der der NPC dann erscheinen wird. Und das ist wirklich eine Riesenmenge an Spielern, die hier auf dem Parkett sind. Und guck mal an, die meisten mounten jetzt auf, reiten los. Geht's schon los? Es scheint so. Mal gucken, ob der NPC irgendwie zu finden ist. Ja, die ersten reiten durchs dunkle Portal, also es scheint hier loszugehen. So, jetzt müssen wir den NPC finden. Wo ist er? Tja, hier irgendwo in der Mitte. Jetzt hatte ich ihn fast. Das ist jetzt die erste Challenge, um überhaupt den NPC anzuklicken. So. Konzentrieren. Irgendwo hier muss er doch sein. Da ist er. Wir haben ihn. Jetzt leckt's natürlich ein bisschen, wenn die ganzen Spieler jetzt die Quests annehmen wollen. Und von ihm bekommen wir eben die Quest, jetzt durchs dunkle Portal zu reisen und den Kommandanten auf der anderen Seite uns vorzustellen, dass wir da sind als Expedition, um durchs dunkle Portal in die Scherbenwelt zu reisen und die brennende Legion aufzuhalten. Dann haben wir zum Abschied nochmal gewunken und schreiten jetzt durchs dunkle Portal und hoffen, dass der Ladebalken komplett durchläuft. Ansonsten können wir uns gleich in der Warteschlange wiedersehen. Aber es sieht gut aus. Spannung. Wir sind durch. Wir sind auf der anderen Seite. Das große dunkle Portal in der Scherbenwelt. Und seht euch diese Umgebung an. Sieht doch um einiges schon schöner gestaltet aus als in WoW Classic. Wesentlich farbenfroher. Und am nächsten NPC knubbeln sich die Leute selbstverständlich wieder. Was kann So, ich für euch tun? wir sind bereit. Sagt uns, was zu tun ist. Und wir müssen auf die Was kann ich für Sie tun? Höllenfeuerinsel, das heißt, es ist notwendig, mit dem Greifenmeister zu sprechen. Ihr seht, wie die Leute schon mit den Greifen losstarten. Aber wir wollen natürlich auch noch mal kurz schauen. Hier gibt es einen Rüstmeister. Ich liefere nur feinste Und Waren. der verkauft zum Beispiel auch schon die großen Pfeile und die großen Kugeln, die wir dann ab Level 65 nutzen können für unseren Hunter. Okay, dann lasst uns nicht länger warten. Hier unten kämpft schon der Grubenkommandant. Den schauen wir uns gleich auf dem Was Flugmount geht euch nochmal durch den genau an. Kopf? Und wir sind angekommen, geben den Bericht ab und sollen jetzt einen Bericht Man sieht sich. in der Ehrenfeste abgeben. Das heißt, wir können jetzt mal zur Ehrenfeste fliegen. Ihr seht hier die Karte der Scherbenwelt und wir starten auf unseren Greifen zur Ehrenfeste. Hier unten kämpfen die Dämonen fleißig gegen unsere NPCs, die versuchen, vom dunklen Portal aus in die Scherbenwelt einzudringen. Und wir können einfach über die ganzen Dämonen hinwegfliegen und werden zur Ehrenfeste gelangen. Auf diesem Gebiet hier werden wir jetzt einige Zeit lang questen in den nächsten Folgen. Und viel ist nicht übrig geblieben von dem einst schönen Draenor. Einiges zerstört. Viele Orks und Dämonen, die jetzt hier vorherrschen. Und unsere Aufgabe wird es sein, diese Anzahl zu dezimieren. So,
Dann kommen wir jetzt in der Ehrenfeste an. Und es dauert etwas, bis alles respawnt. Ganz normal bei der hohen Anzahl an Spielern. Aber es scheint wirklich stabil zu laufen. Wir geben den Bericht bei Marschall Isildur ab. Und bekommen als nächstes die Aufgabe, uns beim Truppenkommandanten in der Ehrenfeste, also direkt in der Burg zu melden. Wir werden allerdings zunächst einmal das Wichtigste vorab erledigen, nämlich unseren Ruhestein in der Ehrenfeste. Zu legen, sodass wir, wenn wir den Ruhestein benutzen, so, jetzt hat er ihn gezaubert, wenn wir den Ruhestein benutzen, dass wir dann auch in die Ehrenfeste geportet werden und nicht mehr nach Sturmwind. So, dann geht's ab in die Festung. Da kommen die ersten schon wieder rausgeritten mit den neuen Quests im Schlepptau. Und wir wollen uns jetzt die nächsten Quests abholen. Und dann erkunden wir etwas die Ehrenfeste und sehen, was dort alles auch möglich ist, gerade im Sinne der Berufe. So, na, auf den Tisch gehen wir nicht, wir sind doch freundlich. Ehre dem König, Freund. Okay, der Truppenkommandant heißt uns willkommen und freut Siehe sich den über Ehrenfeind. unsere Unterstützung. Was kann ich für euch tun? Und wir haben zwei weitere Quests. Wir müssen im Osten Seid zu einer Versorgungskarawane uns melden und die zweite Quest ist im Westen einen Wachturm zu erkunden bzw. uns dort zu melden. Das sind dann die ersten beiden Quests, die Questreihen in der Scherbenwelt eröffnen. Und wir schauen uns jetzt mal in der Ehrenfeste weiter um. Wo können wir denn hin? So, zunächst mal gehen wir in die Schmiede rein und schauen uns an, was der Händler hier zu bieten hat. Und hier stehen schon einige Leute herum. Ah, okay, er ist gleichzeitig ein Schmiedekunstlehrer. Alles klar. Okay, das heißt, wenn es hier einen Schmiedekunstlehrer gibt, müssten wir doch eigentlich auch mal zusehen, ob wir die anderen Berufslehrer finden. Braucht ihr Hilfe? Das ist die Rüstmeisterin hier. Da sehen wir, dass es neue Rezepte dann gibt, ab gewissen Rufstufen und Stufen für die Berufe. Und wir sehen auch, die Schlüssel für die heroischen Dungeon sind ab der Rufstufe respektvoll möglich. Das heißt, wir wissen, bis respektvoll gehen, um in die HC-Instanzen dann irgendwann kommen zu können. Okay, so. Hier gibt es Abzeichen einzulösen von der Ehrenfeste. Das dürften, glaube ich, PvP-Abzeichen sein, wenn man hier World PvP macht. Gibt es auch schöne Ringe und ein paar Edelsteine. Das kann man sich dann auch überlegen. So, und jetzt müssen wir doch mal schauen, wie das mit den Berufen so ist. Wir gucken erstmal in den Turm hier oben rein. Vielleicht ist da etwas Besonderes für uns. Weil da kommen auch einige Leute raus. So, was haben wir hier? Einen Alchemielehrer und Kräuterkunde. Okay, das haben wir jetzt selber nicht. Mal sehen, ob es weiter oben noch andere Berufe gibt. So, hier hockt ein Verzauberkunstlehrer. Auf der Ebene ist nichts weiter. Dann gehen wir mal ganz nach oben.
Okay, hier oben ist gar niemand. Gut. Dann haben wir den Turm erstmal wieder verlassen. Und wir müssten dann mal schauen. Also wenn es für Verzauberkunst, für Alchemie, Schmiedekunst Lehrer gibt. Und Kräuterkunde war auch schon dabei. Dann muss es doch auch Lehrer für Kirschner und für Lederverarbeitung geben. Wir nutzen mal unser Aufspürtool und blenden die Berufsausbilder mit ein. Und ihr seht, da sind ein paar von den Büchern aufgetaucht. Okay. Ah, da ist jemand. Gehen wir mal hin. Da lernt jemand schon Berufe. Ah, und das ist der Lederverarbeitungsmeister. Alles klar. Dann lassen wir uns doch mal ausbilden. Wir können dann bis 375 gehen und gleich ein paar Rezepte lernen. Zum Skillen. Gut. Ja, es hat einiges an Gold gekostet. Gleich mal 35. Jetzt bräuchte man natürlich auch noch einen Kirschnermeister. Da gucken wir doch nochmal ins Gasthaus rein. Da stehen doch einige. Und dann haben wir sie doch gleich erwischt. Hier auf der rechten Seite haben wir ebenfalls gelernt. Okay, so, die Hauptberufe sind gelernt worden. Da ist Juwelenschleife. Okay, dann gehen wir doch mal in die Küche. Mal sehen, ob der uns die Kochkunst lernen kann. Okay, der lernt uns das Gewürzbrot. Ja, für 10 Kupfer. Nehmen wir mit. Kein Problem. Gut, Kochkunst lernen wir dann wahrscheinlich woanders. Gleich auf mit Angeln und Erste Hilfe. Das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Dann gehen wir doch mal nach oben. Mal sehen, was da auf uns wartet. Hier verschläft einer das Addon, alles klar. Das ist die Schneiderei. Somit dürften wir eigentlich sämtliche Hauptberufe haben. Bergbau hatte ich jetzt noch nicht gesehen, aber es ist gut möglich, dass er auch in der Schmiede mit drin war. Also es sollten sämtliche Hauptberufe möglich sein und die Nebenberufe muss man dann sehen, wo man die eben noch lernen kann. Okay, so. Dann schauen wir doch mal hier, was neben dem Flugmeister noch so da steht. Der Stallmeister steht noch da, aber mehr auch nicht. Okay. Ich glaube, das war's an Informationen oder an NPCs, die wir hier in der Ehrenfeste finden können. Wir gucken nochmal in den etwas entlegeneren Winkeln, ob da vielleicht sich noch NPCs verstecken, aber das sieht nicht danach aus. Okay. Werfen wir doch mal einen Blick auf unsere Berufe, die wir jetzt gelernt haben. So, also 375 können wir lernen und das Knotenhautleder könnten wir dann benutzen, um da weiter zu skillen. In Fertigkeiten seht ihr Kirschnerei und Lederverarbeitung ist schon bereit, um hochgeskillt zu werden. Und wir gucken mal auf die World Map und da seht ihr schon, okay, im Westen und im Osten geht es weiter mit den Quests, die wir dann angehen werden. Gut. Dann hoffe ich, dass euch der Start ins Addon gefallen hat. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir die ersten Quests auf der Höllenfeuerhalbinsel in Angriff nehmen und dann vielleicht auch schon den ersten Dungeon gehen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!